meine lieben Freunde, wir sind zurück hier bei Bioshock. Ja, und wir sind in Hephaestus angekommen. Nachdem wir in der letzten Folge Sander Cohen den Gar ausgemacht haben, nachdem er uns da nicht durchgelassen hat. Ja, eigentlich wollte ich ja bloß an seine Kiste und die haben wir im Endeffekt dann doch noch bekommen. So, und jetzt gucken wir mal, was hier... Halt dich zurück. Ryan ist stocksauer. Davon lassen wir lieber die Finger. Hephaestus. Es ist an der Zeit, entweder die Dinge in die Hand zu nehmen oder einzupacken. Ryan besitzt den genetischen Schlüssel zu Rapture. Wenn wir den von ihm bekommen, ist alles in Butter. Wenn nicht, tja, dann sind wir beide im Eimer. Das heißt, wärst du so freundlich, endlich zu Ryans Büro zu gehen und den Drecksack umzubringen? Es wird Zeit, ein Ende zu machen. Ja, okay. Wir hacken aber erstmal. Ich glaube, ich muss gleich niesen. Wie? Oh Gott. Ich schalte mich mal kurz. Irgendwie musste ich doch... Was jetzt? Ich habe das Gefühl, das kommt aber gleich noch. Willkommen im Das kribbelt schön. Ja, irgendwie ist meine... Cohen ist nicht mehr der Alte. Wenn er ihn gekannt hättest, als er noch an das Projekt glaubte und an den Kampf. Jetzt verrottet er in diesem Nimmerland und hofft, dass jemand kommt und ihm sagt, er hätte noch die Kraft, die er früher hatte. Ich nehme an, deshalb hat er dich am Leben gelassen. So, ich habe mir eben mal schnell die Nase geputzt. Puh. Oh, oh, ich glaube, jetzt kommt der Niese. Boah. Ich geh erstmal hier gucken. Oh, da kommt er. Also, oi. Fuck! Wo ist der Bastard? Renn doch einfach. So. Ach, wir müssen sowieso hier lang. Okay. Kann ich ja nochmal auf der Seite rumgehen. Vielleicht haben wir da ja irgendwas übersehen. Oh. Ganz ehrlich, so eine Stauballergie ist das Schlimmste, was man haben kann. Oh, es brennt. Problem ist auch, dass es immer zum Abend, wenn ich aufnehmen will, am schlimmsten ist. Ich meine, vor allem bei Pokémon Revolution, da ging es noch. Aber naja. Jetzt ahnst du's, habe ich recht? Andrew Ryan. Hm, ich dachte, jetzt spricht er länger. Ich wollte mir gerade wieder die Nase putzen. Ja, Verkaufsautomaten Gas kann ich spritzen. Da ist eine. So, das Ding gehört jetzt mir. Ist einfach. Ich hab gar nicht lange rumgefackelt. Zack und zack. So, da haben wir den dahin und den. Wenn nur einer nach oben geht. Oh, das wird knapp. So. Das Ding da müssen wir auch hacken. Bisschen schade, dass wir keine Auto-Hacker mehr haben. Äh.
Wir haben verkackt. Ehrlich, wie schnell man da teilweise sein muss. Ich muss gleich den ersten hier austauschen können. So. Selbst damit komme ich im Zweifelsfall nicht weit. Alter, das gibt's nicht. Da hat er den... Oh, wir haben trotzdem verkackt. Alter, das gibt's nicht. Wir verkacken. Ich hab keinen. Alter. Ganz ehrlich. Ich spritze. So. Komm runter da, du Sau. Alter, wo kommst du, Spastin, denn her? Wo kommt sie denn her? Okay, jetzt Concentration. Erstmal die B. So. Hauen wir mal die Kamera mit raus. Ich kann ja nicht laufen. Scheiße. So, bremst ihre alte statische Entladung andere nicht schnell genug ab? Ja, das ist doch gut. Oh, wir haben keine Muni mehr für diese Waffe. Müssen wir wohl die Shotgun usen. Selbst dafür haben wir nicht mehr viel Money. Ist mies. Vielen Dank. Und hier haben wir wieder genug, was wir hacken können. Ja, so viel dazu. Oh Mann, oh Mann. Zack. Dann das und den müssen wir natürlich auch hacken, den Zirkus der Werte. Wir haben nicht mal mehr genug Geld, um ihn aufzukaufen. So verdammt schnell. Zack. Alter, wie schnell das einfach ist. Geschafft. Willkommen im Zirkus der Werte. Ionischer Schrot. Ist so teuer. Also jetzt kommen wir langsam in diese Bredouille, wo die Munition knapper wird. Ein Geschenk. Wunder? Schön. Die Frage ist natürlich, finden wir noch genug Muni? Wovon ich eigentlich ausgehe. Granatwerfer. Nice. Da haben wir noch eine Kamera. Die können wir auch mal hacken. Ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt. Scheiße.
So, die Kamera werden wir natürlich auch auf unsere Seite ziehen. So, zack, zack, zack. Alter, ich hab den doch da hingesetzt. Fuck you. Und so. Weil es so schön ist, können wir den da hinsetzen. Zack, ist unser. Wir haben noch ein bisschen Geld. Und ein U-Event. Oh Gott, das ist wieder so scheiße. Scheiße, schnell vor allen Dingen. Zack. Dann schaffen wir Dicke. So. Alles herstellen, was wir können. Jetzt sollten wir auch erstmal unsere Waffen nachladen. Ja. Okay. Hier Wärmesuchende, falls wir ihn auf dem Big Daddy treffen. 6 ist die Kamera. Dann hauen wir mal das Napalm-Gel rein. Was haben wir hier? Brandbolzen fallen. Hier nehmen wir die normalen Bolzen. Können wir auch eigentlich mal usen. Okay, jetzt den Hacking auch noch. Hier direkt die Hacking-Folge hier. Wie sollte es auch anders sein bei Bioshock? Zack, zack. Und zack. Easy geschafft. Und weiter geht's. Ein Wurm blickt nach oben in das Antlitz Gottes. Aber nein, sieh dich genau um. Das ist ja ein regelrechter Würmeraufmarsch. Sie alle haben Mütter, Väter, Menschen zu lieben. Sie haben geheiratet und mich mit ihren Ehefrauen getrieben. Warum glaubst du, du seist anders? Ich habe noch keinen Platz an der Wand für dich ausgewählt. Sag mir Bescheid, wenn dir einer besonders gut gefällt. Jo, sag ich dir. Ich musste diesen dreckigen Affen 3 Wochen lang hart rannehmen, bis er endlich ausgespuckt hat, wie man an Andrew Ryan rankommt. Man muss ein phasenverschobenes Overload im Harmonicore Nummer 3 erzeugen. So einfach ist das. Jetzt muss ich nur rausfinden, was zum Geier ein phasenverschobenes Overload ist. Und, wo wir schon beim Thema sind, was ein Harmonicore Nummer 3 ist. Ein Kinderspiel für einen Elektroingenieur. Dumm nur, dass ich Designerin für Damenschuhe bin. Ich gehe mal zu den paar Mechanikern, die bei der Wärmeverlustüberwachung noch übrig sind. Mal sehen, was ich aus denen rausbekomme. Ja, okay. Die hat uns nützliche Informationen geliefert. Alle Parasiten versuchen, die Früchte anderer Leute Arbeit zu genießen. Ich würde dir ja gern die Gesetze der Technik erklären, die das, was du zu tun versuchst, im Keim ersticken. Aber das wäre, als ob ich dem Vieh im Stall Mozarts Musik erklären wollte. Na komm, durch. Du Wichser! Ich wollte mir mal die Dinge anhören, die ich da gerade vorgefunden habe. Ein Wurm blickt nach oben, Enders. Alle Parasiten versuchen, die Früchte anderer Leute Arbeit zu genießen. Ich würde dir ja gern die Gesetze der Technik erklären. Ich habe noch nie jemanden umgebracht und einen Freund erst recht nicht. Aber so entwickeln sich die Dinge. Ich weiß nicht, ob Mr. Ryans Tod den Krieg beenden würde, aber ich weiß, dass der Krieg nicht aufhört, solange dieser Mensch atmet. Ich liebe Mr. Ryan. Aber Ratchet bin ich auch. Wenn ich eins vernichten muss, um das andere zu retten, dann soll es eben so sein. Zack.
Hier, das. Das, Junge. Alter, der war doch voll getroffen. Die labert eine Scheiße zusammen, also. Hä, hey, aus meinem Grab Pflastersteine machen oder was hat er eben gesagt? Nice Tony Home, Frozen Field Fly 2. Ja, das lagern wir erstmal in der Genbank. So, zack. Was ist der Unterschied zwischen einem Menschen und einem Parasiten? Ein Mensch baut auf. Ein Parasit fragt, wo ist mein Anteil? Ein Mensch erschafft. Ein Parasit sagt, was werden die Nachbarn denken? Ein Mensch erfindet. Ein Parasit sagt, Vorsicht, du könntest es dir mit Gott verscherzen. Aha. So sieht er das also. Oh, da liegt ein toter Daddy. Nett. Messingrohr. Gut, die Frage ist, was sollen wir jetzt tun? Wir sollen irgendwas überhitzen. Die Mythen von Atlas und seinen Parasiten. Rapture blüht auf. Das Daddy. Zack. Komm her, Kleine. Doch, komm her. Du wirst jetzt geheilt. Yeah. So. Danke. Danke. Darf ich dir im Kopf schießen? So, okay. Nachdem wir das erledigt haben, was macht dieses Junge? Gucken wir mal, was wir hier so alles Schönes finden. Der Schein von Pain kam sein eigener Untergang gar nicht so ungelegen. Am Silvesterabend kamen seine erbärmlichen Spleißer aus den Armenhäusern geströmt und haben buchstäblich die Stadt gestürmt. Die Toten verfaulen auf der Straße und die Einwohner tun alles, um sich plausibel zu machen. Sie wollen nur noch eins, sich das Gesindel vom Hals halten. Da ist noch eine! So. Das sind die Bienen. Und du frisst das. Das kann ich selbst machen, verdammt! Ja, hau nur ab, du kleiner Scheißer! Ah, friss das. So, zack. Wäre das hier auch erledigt. Stoffgranate ist voll. Gut, das können wir später vielleicht noch gebrauchen. Da kann man was erwarten. Schadensteigerung und Bruchwahrscheinlichkeit. Cool, dann können wir die wieder aufsammeln.
MG-Schadensteigerung nicht übergehen. Ich, eine Attentäterin? Das ist köstlich. Ich hätte vielleicht mitgemacht, könnte ich mir vorstellen. Als Opfer der genetischen Manipulation, dass ich bin. Ich habe ganz vergessen, dass ich konstantin auch geglaubt habe. Ich habe an Ryan geglaubt. Als es eng wurde, glaubte Ryan nicht mehr an Rapture und an den großen Zusammenhang, die große Verkettung. Er glaubte nur an die Macht. Und jetzt ist dieser Ort im Arsch. Und mein Mädchen ist weg. Schlimmer als weg. Sie ist jetzt eins von diesen Dingern. Bin ich also eine Attentäterin? Tja, das kann man nur auf eine Art rausfinden. Ja, ich würde jetzt gerne hier durch. Ah. Nehmen wir mal das Auto-Hacker-Ding. Bolzen mit Stahlspitzen. Jetzt rüsten wir aber auf hier. So, eine weitere Kamera. Die können wir wahrscheinlich gut gebrauchen. Zack. So, zack. Zack. Okay. So und so. Unsere Kamera. So, was haben wir? Ach, hier waren wir ja schon. Okay, wir haben da unten aber noch was. Und hier haben wir noch so ein New. Ah, ne, eine Gen-Upgrade-Bank. Ist das? Was ist das hier? Hä? Ne, da muss ich hin. Okay, was ist denn das da oben? Ja, hier müssen wir nicht hin. Friss das, Bitch. Wir haben ja einen Big Daddy laufen. Das gefällt mir so gar nicht. Jo, wir haben verkackt. Probieren wir es nochmal. So. Zack. 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 Almindo! Muchas gracias! Via Mexicana! Hä, das ist doch ein Scheiß! Zack und zack, so. Den auch fertig. It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. Alter! Der Daddy hat mir einfach eine mitgegeben. Das war doch nicht meine Schuld, du blödes Vieh. Du bist mir da reingerannt. Okay, ich würde sagen, wir gehen erstmal
hier durch. Hier sollen wir auch eigentlich hin. Hä? Das ist schon wieder was anderes. Was? Ja, irgendwie sehe ich gerade nicht mehr durch, meine sehr verehrten Freunde. Aber naja, das wird sich in der nächsten Folge hoffentlich ändern. Tut mir leid, wenn ich heute ein bisschen ruhiger war, aber irgendwie... Ja, ich habe letzte Nacht nur 2-3 Stunden geschlafen. Und jetzt kommt noch meine komische Allergie dazu und daher mache ich jetzt auch nochmal ein Aufnahmepäuschen nach dieser einen Folge, muss ich halt morgen weiter versuchen aufzunehmen. Naja, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und bis dahin, haut rein. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'd go sailing. It's far beyond a star, it's near beyond the moon. I know beyond a doubt. Beyond the shore, we'll kiss just as before. Happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing. Just as before, happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing.